ich kenne noch, ich weiß noch, man hat so ein Ding, glaube ich, und dann so ein Brett. Ja, ja. Und dann muss man irgendwie so Karten ausspielen. Ja, richtig, genau richtig. Und ich bin der Super, genau. Schon mal von gehört, aber ja. Nicht mehr eigentlich. Ja. Nein. So, nein, gar nicht. Nee, so. Gar nicht. So in die Richtung, du meinst von Pokémon so? Ja, China, ja. Asia, also Manga? Nein. Genau, sowas ähnliches. Ja, und was assoziiert ihr so mit dem Kartenspiel, beziehungsweise mit den Spielern, die das spielen? Ich weiß nicht, ich denke mal, das ist ein bisschen wie so eine eigene Welt für die. Ja. Also, ja. Also ein bisschen Leute wie World of Warcraft oder sowas. Ja. Ja, das Außenstehende nicht wirklich was davon ja. verstehen oder so. Okay. So kleine ja, Kinder, ja? Ja. So. Zeichentrick. Würdet ihr generell jemanden daten, der ein Nerd ist? Ja. Ja? Ja. Stehst du so auf Nerds? Nein, ich stehe nicht auf Nerds, aber ich verbinde zusätzlich auch Grips mit sehr Nerds. Intelligent. Genau. Und intelligente ja. Männer müssen ja auch nicht scheiße aussehen. Stimmt. Und das... nein, nein. Was ist los mit dir? Was ist los mit dir? Ja. Ja. Drauf an, weil wenn er jetzt so süchtig davon ist, dann ja. wird es mich, glaube ich, nerven. Aber okay. jetzt, wenn es noch so umgeht, wenn er so aussieht wie du, dann wäre es nicht schlimm. Viele Yu-Gi-Oh!-Spieler haben Probleme damit, ihren Freundinnen oder auch Freunden zu erzählen, dass sie Yu-Gi-Oh! Spielen. Hm. Ja, welchen Tipp würdet ihr als Mädels denen irgendwie auf den Weg geben? Ich denke, so wenn man etwas selbstbewusst zeigt und macht, dann kommt es ganz anders rüber, als wenn man sich dafür schämt. Dann das ist vielleicht gar nicht mehr so schlimm, wenn man es so selbstbewusst gleich preisgibt. Weil wenn er sich dafür schämt, was ich sage, dann heißt es ja irgendwie, dass es irgendwas Komisches ist oder irgendwie, wenn man gleich sagt, ich mach's und vielleicht auch mal zeigt, was es so ist oder so. Damit, also sind auch so die meisten Fragen beantwortet. Habt ihr noch ein paar Fragen so über das Spiel? Nee. Haben die auch Sex? Die Leute? Die nee, die Yu-Gi-Oh! Also, weil es gibt ja so Manga-Erotik. Achso, ja? nee.